Herzlich willkommen. Mein Name ist Per Stoll. Ich bin vom Vorstand des Republikanischen Anwältinnen und Anwältevereins, der diese Kundgebung heute hier mitorganisiert. Ich möchte Sie alle, insbesondere diejenigen, die heute nicht hier sein können, nicht an dieser Kundgebung teilnehmen können, begrüßen, vor allen Dingen die, die jetzt diese Kundgebung live im Internet, im Stream mitverfolgen. Als wir 2018 die große Unteilbar-Demonstration mitorganisiert haben, haben wir gesagt, Solidarität statt Ausgrenzung für eine freie und offene Gesellschaft. Solidarität ist heute in Zeiten der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Solidarität mit denjenigen, die hier das Leben am Laufen halten, mit den Leuten im Einzelhandel, in der Pflege, im Gesundheitssystem und an anderen wichtigen Stellen dieser Gesellschaft. Solidarität ist aber auch wichtig mit denjenigen, denen gerade das Recht auf ein menschenwürdiges Leben vorenthalten wird, für die die Forderung nach Einhaltung von Hygieneregeln wie blanker Zynismus vorkommen muss. Solidarität mit den Geflüchteten auf den griechischen Inseln. Solidarität und der Kampf für die Gewährleistung von elementaren Rechten ist gerade in Zeichen der Krise von elementarer Bedeutung. Für uns als Anwältinnen und Anwälte ist die Forderung nach gleichem Recht für alle und das Eintreten für die unbegrenzte Geltung der Menschenrechte von elementarer Bedeutung. Wir stehen heute hier zwar nur mit knapp 20 Leuten auf dem Pariser Platz in Berlin. Das ist der derzeitigen Corona-Situation geschuldet. Wir stehen aber hier nicht als Einzelpersonen, sondern als ein Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden, sozialpolitischen Initiativen, Flüchtlingsorganisationen, Bürgerinnen- und Menschenrechtsorganisationen mit vielen tausend Mitgliedern. Wir wollen heute hier mit Ihnen und mit euch gemeinsam, die ihr diese Kundgebung im Stream verfolgt, in Berlin auf dem Pariser Platz ein lautes und klares Zeichen der Menschlichkeit und der Solidarität setzen. Und wir fordern von der Bundesregierung und der Europäischen Union, lösen Sie endlich die Lage auf den griechischen Inseln auf. Schaffen Sie die Voraussetzungen für die Aufnahme der Flüchtlinge. Und zwar jetzt, und zwar sofort, und zwar für alle. Danke. Ich kündige jetzt. Refugees are welcome here. Ich kündige jetzt meinen nächsten Redner an. Das ist Dr. Ulrich Schneider, Geschäftsführer vom Paritätischen Gesamtverband. Mein Name ist Ulrich Schneider. Ich bin Hauptgeschäftsführer des Paritätischen. Und für alle, die jetzt unserer kleinen Demo im Livestream folgen oder in welchen Medien auch immer auf diese Kundgebung stoßen, wir wollen, und wir hoffen inständig, dass uns das gelingt, wir wollen das eines aufmerksam machen. Bei aller berechtigten Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung hier in Deutschland, bei aller mehr als berechtigten Sorge um die schlimmen Folgen und die sozialen Verwerfungen, die mit dieser Corona-Krise einhergehen werden, es darf nicht in Vergessenheit geraten oder auch verdrängt werden. Die Corona-Krise in Deutschland hat nichts daran geändert, dass auf dieser Welt zahlreiche Flecken mit absolutem und massenhaftem Elend existieren. Und es gibt trotz der enormen Anstrengungen, die uns hier allen abverlangt werden, um hier in Deutschland die Corona-Krise einzudämmen, es gibt weiterhin eine internationale Verantwortung Deutschlands, die über unsere mittlerweile geschlossenen Grenzen weit hinausreicht. Einige dieser Hotspots des Elends sind die Flüchtlingslager auf griechischem Boden. Nach einer qualvollen Flucht werden hier Menschen unter völlig menschenunwürdigen, katastrophalen Bedingungen zusammengepfercht und schutzlos der Corona-Pandemie ausgesetzt. Was hier passiert, ist ein brutaler Bruch von Menschenrechten durch die Idee, durch die EU und durch Deutschland. Diesen Bruch von Menschenrechten können und dürfen wir nicht hinnehmen. Dass Deutschland nach monatelangem Gezerre sich dazu herabließ, gerade einmal 50 Kinder und Jugendliche aus diesen Lagern zu retten, ist weniger eine Geste der Humanität als ein humanitäres Armutszeugnis dieser Bundesregierung. Unser Appell an Deutschland und die EU: Löst schnellstmöglich diese Lager auf, rettet die Menschen, rettet die Idee der europäischen Gemeinschaft und rettet den Gedanken der Humanität.
Und jetzt darf ich ankündigen als nächste Rednerin Martina Mauer vom Flüchtlingsrat. Hallo, ich bin Martina Mauer vom Berliner Flüchtlingsrat und ich spreche nicht nur für den Flüchtlingsrat, sondern auch für die bundesweite Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Nach unerträglich langem Warten hat sich die Bundesregierung dazu durchgerungen, 50 Kinder aus den griechischen Lagern aufzunehmen. 47 Kinder wurden am Samstag eingeflogen. 47. Diese Zahl ist beschämend gering. Sie ist an fehlender Humanität, Ignoranz und Würdelosigkeit nicht zu überbieten. Ein reiches Land wie Deutschland kann, ja muss, eine hohe fünfstellige Zahl an Menschen aus den griechischen Lagern holen. Jetzt sofort. Innensenator Geisel hat gegenüber dem BMI erklärt, Berlin sei bereit, 70 Kinder aus Moria aufzunehmen. Das ist gut. Aber wir fragen uns, warum eigentlich nur 70? Berlin hat Platz. Es sind Aufnahmekapazitäten für 2000 Menschen vorhanden, sagt die Sozialsenatorin Breitenbach. Und wir fragen uns auch, warum Herr Geisel bis zum heutigen Tag noch keine Aufnahmeanordnung nach dem Aufenthaltsgesetz vorgelegt hat, die konkret das Aufnahmeprozedere und den Personenkreis beschreibt. In einem offenen Brief haben wir uns gemeinsam mit 44 weiteren Organisationen an den regierenden Bürgermeister Müller und Innensenator Geisel gewandt und sie aufgefordert, sofort zu handeln. Herr Müller, Herr Geisel, legen Sie dem BMI unverzüglich eine Aufnahmeanordnung vor für die Menschen aus Griechenland. Fordern Sie mit Vehemenz das Einvernehmen des Bundes ein und erstreiten dieses, wenn nötig, auch vor Gericht. Treffen Sie konkrete Vorbereitungen für die Aufnahme. Setzen Sie sich außerdem mit Nachdruck dafür ein, dass alle Geflüchteten in den griechischen Lagern, die bereits Angehörige in Berlin haben und daher nach der Dublin-Verordnung einen Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung haben, unverzüglich nach Berlin kommen können. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie nicht nur an den Bund appellieren, sondern dass Sie selbst handeln und entsprechende Anträge und Aufnahmeverordnungen vorlegen. Tun Sie das nicht, machen Sie sich mitschuldig am unermesslichen Leid der Menschen in Griechenland und auch an deren Sterben. Vielen Dank. Als nächstes spricht Martina Schwarzer von der Seebrücke. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Versammlung heute. Mehr als 42.000 Menschen sitzen in den Lagern auf den griechischen Inseln Chios, Lesbos und Samos fest. Sie werden von der EU ihrer Menschenrechte beraubt und sind dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert. Im Lager Moria auf Lesbos sind es mehr als 25.000 Menschen. Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, ein Wasserhahn für mehr als 1.300 Menschen. Mehr braucht man dazu wohl nicht sagen. Europas Regierungen schwingen große Reden von Solidarität. Doch diese darf nicht an den menschengemachten Grenzen Europas aufhören. Solidarität kann auch nicht bedeuten, dass das Bundesinnenministerium die Corona-Pandemie als Vorwand nutzt, um Menschen in Seenot nicht zu retten, indem es Seenotrettungsorganisationen auffordert, keine Fahrten zu unternehmen und bereits in See gestochene Schiffe zurückzurufen. Solidarität darf keine Frage der Herkunft, der Hautfarbe oder des Passes sein. Solidarität muss für alle Menschen gelten. Wir von der Seebrücke fordern daher erstens die sofortige Evakuierung aller Menschen aus den überfüllten Lagern. Mehr als 140 Länder und Kommunen sind zur Aufnahme bereit. Das Bundesinnenministerium muss sofort seine Blockadehaltung aufgeben. Wer mehr als 80.000 Erntehelferinnen einfliegen und mehr als 200.000 deutsche Touristen aus aller Welt zurückholen kann, kann nicht behaupten, dass bei der Aufnahme von 50 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten die Kapazitäten erschöpft sind. Das ist unfassbar und macht uns wütend. Zweitens fordern wir den sofortigen Stopp der menschenverachtenden Rechtsbrüche sowie
der staatlichen tödlichen Gewalt gegenüber Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen. Dass die Küstenwache Maltas, wie vor etwa 2 Wochen, 51 Menschen aus der maltesischen Such- und Rettungszone nach Libyen verschleppt, wo ihnen Folter, Vergewaltigung und Mord drohen, ist Menschenrechtsverletzung. Diese EU tötet. Drittens, die sofortige Ermöglichung legaler Fluchtwege nach Europa. Wir haben keine Zeit mehr. Wenn das Coronavirus in den Lagern ausbricht, droht ein humanitärer Kollaps, der den jetzigen bei weitem übertreffen wird. Wir von der Seebrücke sagen, in Deutschland und in ganz Europa, wir lassen niemanden zurück. Erst recht nicht an den EU-Außengrenzen. Hoch die internationale Solidarität. Kein Mensch ist illegal. Leave no one behind. Als nächstes spricht Markus Beko von Amnesty International. Kein Mensch ist illegal. Bleibe recht. Überall. Markus Beko von Amnesty International. Okay, gut. Seit mehr als 70 Jahren verpflichtet die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die Regierungen der Welt, das Leben und die Rechte aller Menschen zu achten und zu schützen. Seit 1951 garantiert die Genfer Flüchtlingskonvention besonderen Schutz für all diejenigen Menschen, die Schutz suchen vor Gewalt, Verfolgung und Krieg. Und seit Jahren wissen wir alle von Kriegsverbrechen in Syrien, Gewalt in Afghanistan, Menschenhändlern, Entführungen und Folter in Libyen. Dennoch sind seit Jahren die von dort geflohenen Kinder, Frauen, Familien, Alten in griechischen, in europäischen Lagern menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt, ohne die gesicherte Versorgung des Notwendigsten. Seit Monaten verwehren die Regierungen der Europäischen Union ein wirksames Eingreifen, um diesen Notstand zu beenden. Seit Wochen setzen sie im Angesicht der Corona-Pandemie diese Politik der unterlassenen Hilfeleistung fort. Offensichtlich soll diesen Menschen, die Schutz suchen, in den Lagern die notwendige Hilfe verwehrt bleiben, weil sie Schutzsuchende sind. Wenn Griechenland den Menschen in seinen Lagern nicht helfen kann, so können und müssen wir es als Europa. Wenn Griechenland den Menschen in seinen Lagern nicht helfen will, so können und müssen wir es als Europa. Wenn 47 Kinder in Deutschland, 12 in Luxemburg aufgenommen werden, wenn rund 2300 Menschen aufs Festland gebracht werden, dann ist jedes gerettete Leben wichtig, aber dieses erbärmliche Ringen um die Rettung Einzelner beschämt im Anblick der tausenden Menschen, die bewusst der Not und Pandemie ausgesetzt bleiben. Menschen, von denen viele vor dem Elend der Lager Gewalt, Folter, Vergewaltigung auf der Flucht erlitten haben, die ihre Kinder oder ihre Eltern beim Ertrinken zusehen haben müssen, die ihre Familie im Krieg wissen. Menschen, die nicht aufgeben, Menschen, die wir nicht vergessen können und nicht vergessen wollen. Weswegen wir nicht aufgeben dürfen und heute hier stehen, um laut daran zu erinnern, jetzt endlich humanitäre Hilfe sicherstellen, jetzt endlich die Lager evakuieren. Nach mir spricht Sabine Will, Ärztin von IPPNW. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Geflüchteten. Ich weiß, das Leben im Lager macht krank. Schon, wenn es sich um Flüchtlingsheime nach hiesigem Standard handelt. Wie viel schlimmer auf den griechischen Inseln, im ursprünglich für 3000 Menschen konzipierten Lager Moria in Lesbos, leben aktuell 25.000 Geflüchtete. Es gibt hohe Stahlgitterzäune, Stacheldraht, dicht aufgestellte, überfüllte Wohncontainer. Überall liegt Abfall. Neben dem Zaun ums Camp
läuft eine Fäkalienrinne ins Tal. Es stinkt. Durchschnittlich 160 Personen teilen sich eine Toilette. Wasser gibt es mehrere Stunden am Tag. In manchen Abschnitten teilen sich 1300 Personen eine Wasserquelle. Es ist sehr eng, Seife gibt es nicht. Angehörige von Ärzte ohne Grenzen, die eine Zelt-Kinderklinik auf Lesbos betreiben, sprechen von Infektionen, von Hauterkrankungen und von ernsten psychischen Problemen ihrer kleinen Patientinnen und Patienten, von extremen Aggressionen, Selbstverletzungen, Selbstmordversuchen. Kleine Kinder redeten vom Suizid, verweigerten das Essen, verstummten. Elementare Menschenrechte sind verletzt. Diese Lager gehörten schon vor Corona aufgelöst. In Ihrem sehr aktuellen Appell an die Europäische Union, an die Regierung der europäischen Länder und an die europäische Öffentlichkeit sprechen die Bewohner Morias von einer doppelten Krise. Zuerst die allgemeinen Lebensbedingungen, die schrecklich sind und uns täglich erniedrigen. Und jetzt die Pandemiegefahr. Wie sollen wir Abstand halten, wenn Tausende jeden Tag auf Nahrung warten müssen? Wie sollen wir unsere Hände waschen, wenn kein Wasser zur Verfügung steht? Wie können wir Kranke isolieren, wenn dafür kein Platz ist? Heißt es in Ihrem Appell. Die Menschen in den Lagern auf den griechischen Inseln haben das gleiche Recht auf Gesundheitsversorgung und auf Hilfe wie jeder Mensch in Deutschland und in der Europäischen Union. Sie müssen in den EU-Ländern aufgenommen werden. Die Lager gehören aufgelöst. Als nächster spricht Dietrich Koch, Psychotherapeut von Xenion. Say it clear, refugees are welcome here. Komm ruhig näher. Wunderbar, wunderbar. Grüße an alle zu Hause aus dem frühsommerlichen Berlin. Mein Name ist Dietrich Koch von Xenion, einer psychotherapeutischen Beratungsstelle für politisch Verfolgte hier in Berlin. Ich stehe aber nicht für mich alleine und nicht für Xenion. Ich stehe für das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Ein Zusammenschluss aus 7 Flüchtlingshilfsorganisationen hier aus Berlin unter Leitung des Zentrums Überleben und als einer der Partner im Netzwerk Vormundschaften, das sich um unbegleitete Minderjährige kümmert hier in Berlin, unter der Trägerschaft von Caritas, den Nachbarschaftsheimen Schöneberg und eben Xenion. Ich stehe hier für Xenion und Xenion und Berlin stehen bereit, die Geflüchteten vor den Toren Europas und in den überforderten Aufnahmeländern am Rande Europas willkommen zu heißen. Zugegeben, der Ausnahmezustand hat uns überrollt und wir standen schockiert vor der Tatsache, dass man uns die heilsame Begegnung im therapeutischen Gespräch, unser wichtigstes Instrument, aus der Hand zu nehmen schien und von unseren großen Stärken, Menschen zusammenzubringen, die sich gegenseitig unterstützen wollen, sahen wir uns plötzlich abgeschnitten. Mitarbeiterinnen mussten selbst in Quarantäne. Dann aber begann eine Phase größter Aktivität und Kreativität, die ich in den letzten 30 Jahren unseres Bestehens gesehen habe. 4 Wochen, in denen fast alle Arbeitsroutinen und Standards neu gedacht wurden, Technik eiligst angeschafft, Partner und Klienten informiert wurden und viele Mentorinnen, ehemalige Vormünderinnen, Verwaltung und Zuwendungsgeber in völlig unerwarteter Flexibilität ihre Unterstützung und Kooperation angeboten haben.
Alles versteht sich mit gebotenem Abstand. Die Therapien finden jetzt im Garten statt und bei Spaziergängen. Der Paritätische stellt uns den Mundschutz zur Verfügung. Man trifft sich ansonsten über Videokonferenzen. Es wird viel übers Händewaschen geredet. Deutsch lernen wird jetzt mit den Jugendlichen online gemacht und unsere Seminare werden Webinare. Und die Kinderkunstgruppe trifft sich am PC. Unsere Partner sind in der Krise näher mit uns zusammengerückt. Das Berliner Netzwerk für besonders Schutzbedürftige hat auf Anfrage der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auch Menschen in Quarantäne psychosozial betreuen. Wohnheimbetreiber sammelten dafür Spenden für einen Laptop und stellten einen Raum zur Verfügung, über den wir offene Sprechstunden anbieten können. Das Netzwerk Vormundschaften steht bereit, um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Viele ehemalige Vormünder haben sich spontan gemeldet, um Unterstützung anzubieten. Mit der Herausforderung wächst die Kraft. Das ist eine Lehre, die wir eigentlich schon aus der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hätten ziehen können. Die Geflüchteten lehren uns Solidarität und wir Europäer haben eine solche Lektion dringend nötig. Ich wünsche uns allen den Mut zu tun, was wir tun können, die Geduld zu ertragen, was nicht zu ändern ist und die Weisheit, beides immer gut auseinanderzuhalten. Die Aufnahme der Geflüchteten aus Griechenland und anderen Ländern Europas und in der Welt in Zeiten von Corona gibt uns die Chance, auf ein höheres Niveau von Menschlichkeit zu kommen. Worauf warten wir noch? Packen wir es an. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und gebe weiter an meinen nachfolgenden Redner Hamid Nosari vom Verein iranischer Flüchtlinge. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin Hamid Nosari von Verein iranischer Flüchtlinge, eine Beratungsstelle für iranische und afghanische Geflüchtete in Berlin. Über Deutschland, ihre Flüchtlinge, Europa, Symbolpolitik und 50 Aufnahmen wurde gesprochen. Ich möchte auf eine andere Perspektive und eine andere Aspekte mit euch reden, und zwar unsere täglichen Gespräche mit Betroffenen in verschiedenen Lager in Griechenland. Man berichtet über unmenschliche Situationen, man berichtet uns über katastrophale hygienische Zustände, Angst und Nichtwissen, was danach kommt. Mit Corona hat eine andere Dimension von Unsicherheit innerhalb der Geflüchtete in Griechenland ein Angstzustand ausgebrochen, wo für die eigentlich nicht mehr ein ruhiges, besseres Land zu finden, sondern es geht um Überleben. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Man fragt sich, wieso ein Land wie Deutschland heute auf morgen für die Saisonarbeiter sich öffnet, wunderbar innerhalb von Tagen 250.000 Landleute aus 5 Kontinenten herbringen kann, aber nicht schaffen kann, einige Tausend in Notsituationen in Deutschland oder in andere Länder aufzunehmen bzw. zu organisieren. Deshalb möchte ich mal sagen, die Leute sind besorgt, die Leute fühlen sich verlassen, die Leute fühlen sich als vergessen und das macht sie noch ängstlicher und das macht sie noch unsicherer in unsere täglichen Gespräche. Ich möchte hier Kuss auf Farsi und Dari an diejenigen, die eventuell in Griechenland oder woanders mich hören, etwas auf Muttersprache auch sagen, worum es geht heute. دوستان عزیز، پناهجویان در یونان یا در هر کشور دیگه ای هستید، این جمعی که امروز اینجاست کمک میکنه، میخواد کمک بکنه تا شما از اون وضعیت غیر انسانی و نابسامان نجات پیدا بکنید و در یکی از کشورهای اروپا پذیرفته بشید.
آلمان در برلین و یا در دیگر کشورها ما میدونیم که دست ما زیاد باز نیست ولی این قول ما میدیم که تمام تلاش خودمون رو میکنیم تا شما بتونید زندگی انسانی تر و راحت تری رو داشته باشید Vielen Dank auch im Namen aller, die bis jetzt hierher gekommen sind. Die Leute haben Sorge um ihre Familienzusammenführung, um ihre Familien, Geschwister, Männer und Frauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nach mir spricht Katja Riemann, unsere Künstlerin. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Katja Riemann. Ich bin Schauspielerin und ich bin dankbar, dass ich hier dabei sein darf. Ich möchte eigentlich nur kurz daran erinnern, dass sich jeder Einzelne hier in diesem Land bewegen muss. Wenn wir tatsächlich denken, jemand anders löst die Probleme für uns, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Es ist wahrscheinlich die Zeit, jetzt sich aus der großen Menge der schweigenden Mehrheit herauszubewegen. Denn diejenigen, die nicht einverstanden sind mit dieser Art von Demokratie und diesen Forderungen, die jetzt hier heute laut werden, diese Menschen, die sind laut, die schreiben ihren Abgeordneten. Und vielleicht wird es Zeit, dass wir das auch tun. Denn ich frage mich, was sagen wir unseren Enkeln eines Tages, wenn sie uns fragen, was habt ihr gemacht? Es war doch alles sichtbar. Und dort auf Lesbos, in einem Lager, was für knapp 3000 Menschen mal gedacht war, lebten 20.000 Menschen. Lebten außerhalb der Safe Areas Kinder, Minderjährige, die im Austausch für Sex sich eine Nacht in einem Zelt organisierten oder für ein Essen. Dort, als ganz offensichtlich die Rechte gebrochen wurden, die United Nations Kinderrechtskonvention, das Menschenrecht, das Asylrecht und das geltende EU-Recht, was habt ihr da gemacht? Wo warst du da? Das möchte ich ehrlich gesagt gerne offenherzig meinen Enkeln eines Tages sagen können. Denn nur weil die EU derzeit richtig ein großer Fail ist, heißt es nicht, dass wir in Deutschland dem nacheifern sollten. Und darum denke ich, in diesem Land sind Menschen, die können Krise, die wissen, wie das geht. Und vielleicht sollten wir diese Expertise mit anderen teilen. Nach mir spricht der wunderbare Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek vom ECCHR. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Good afternoon, dear friends and comrades. First of all, I would like to thank the Republican Lawyers Association for their effort to organize this demonstration today. It's so important that we raise our voice not only in the internet, but collectively and everywhere. That we exercise our rights on the streets. It seems that law in general and civil liberties in particular became an negligible quantity in recent times of crisis. We saw how rulers in India, Brazil, Turkey, and Hungary instrumentalize the current emergency for their interest. When this crisis lasts longer, we will face huge dangers for democracy of our societies, for example, through the planned surveillance measures. But here in Berlin, we have to be aware that we are in a very privileged situation, that the virus and moreover its consequences don't affect everybody in the same manner. No, the virus even boosts another disease, a man-made disease called inequality. The crisis hits the vulnerable and marginalized people much more than us here, homeless and prisoners, Roma and Sinti, and the group for those whose rights we stand up today, people on the move. We need to redefine solidarity. We should not allow that solidarity is restricted to gated communities and national states. Solidarity must be international. Humanitarian claims might have the first priority today, the evacuation of Moria and the other Greek camps. But we have to claim much more, a political shift of the fatal and mortal migration policy in Europe. And above all, we have to challenge corporate and finance power and those states who are responsible for this unjust and unequal world. Let us fight for another world where everybody
has global social rights like access to clean water and food, housing and public health, and social security. Thank you very much. The next speaker is Anna Spangenberg from the Coalition Unteilbar. Eine vierte Million Menschen sind im Herbst der Solidarität 2018 in Berlin auf die Straße gegangen. Mit der klaren Botschaft, wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir sind für die Unteilbarkeit der sozialen und politischen Menschenrechte. Diese vierte Million und noch viele Menschen mehr stehen täglich dafür ein. Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, für Frauen- und für Kinderrechte, für das Recht auf Gesundheit, für Grund- und Freiheitsrechte und gegen eine Umverteilung von unten nach oben, gegen Sozialabbau und Verarmung und gegen Rassismus. All diese unterschiedlichen Kämpfe führen wir solidarisch gemeinsam. Denn diese Kämpfe gehören zusammen. Sie sind für uns unteilbar. Wenn Rechte nicht für alle Menschen gelten, dann sind es Privilegien. Denn alle haben das Recht, Rechte zu haben. Deshalb stehen wir, die Gesellschaft der vielen, unteilbar an der Seite der Menschen in den griechischen Lagern und fordern die sofortige Evakuierung der Lager. Aber genauso die volle Achtung der Menschenrechte in allen Unterkünften, auch in Deutschland. Als nächster spricht Werner Köpp-Kerstin von der Humanistischen Union. Say it now, say it clear, refugees are welcome here. Hallo alle, Werner Köpp-Kerstin ist mein Name, Vorsitzender der Humanistischen Union, der ältesten deutschen Bürgerrechtsorganisation. Menschenrechte gehören nicht in Quarantäne. Sie sind unteilbar und müssen eingefordert werden, wo sie missachtet werden. Anfang April gab es in Griechenland einen massiven Kälteeinbruch, der Hunderttausenden von Zugvögeln den Tod brachte. Wir haben den Eindruck, auch Brüssel ist von einer Kältewelle heimgesucht worden. Die Opfer sind Empathie, Solidarität und Entschlusskraft der EU, und zwar mit den 40.000 Menschen in den Flüchtlingslagern auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios. Raus aus der Hölle dieser Lager fordern wir, und das gilt nicht nur für Kinder, Jugendliche, Kranke und Behinderte. Die Lager müssen aufgelöst werden. Und alle Anstrengungen müssen sich auf die Eröffnung von Alternativen richten. Alternativen in Griechenland, aber auch durch einen Verteilmechanismus in den EU-Ländern. Jetzt unmittelbar und nicht erst, wenn das Coronavirus in den Camps wütet. Wir demonstrieren aber auch, weil die Demonstrationsfreiheit zu den elementarsten Grundrechten gehört, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Brockdorf-Urteil von 1985 so eindeutig befand. Die Behörden haben bei der Anmeldung von Demos Ermessensspielraum und müssen konkrete Einzelfälle prüfen, entschied in diesen Tagen das Bundesverfassungsgericht. Nutzt alle dieses Recht, um auf die Not und das Elend auch von Menschen jenseits unserer Grenzen aufmerksam zu machen. Vielen Dank für euer Interesse. Als nächstes spricht Thomas Jennissen vom Grundrechtekomitee. Hallo, ich bin Tom Jennissen vom Grundrechtekomitee und Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, Zilip. Erstmal möchte ich auch, wie schon einige andere, nochmal dem RAV herzlich danken, dass sie diese Kundgebung organisiert haben unter ziemlich widrigen Umständen. Widrig, da hier in Berlin das Versammlungsrecht in den letzten Wochen nicht mehr viel galt und die Berliner Polizei fast jede Meinungskundgabe, gerade in Solidarität mit Geflüchteten, etwa Autokorsos oder das symbolische Abstellen alter Schuhe hier am Brandenburger Tor unterbunden hat.
Doch so heftig wie derzeit alle von solchen Verboten und anderen staatlichen Versuchen betroffen sind, der Ausbreitung des Virus mit autoritären Maßnahmen zu begegnen, am stärksten betroffen sind mal wieder diejenigen, die eh am Rand der Gesellschaft stehen. Und ganz besonders die, die gerade deshalb zu Opfern des Virus zu werden drohen, weil sie schon jetzt Betroffene einer rassistischen Politik der Ausgrenzung sind. Nicht nur an den Außengrenzen, sondern mitten in Deutschland werden Geflüchtete weiter in überfüllten Lagern wie Ellwang untergebracht, in denen Schutzvorkehrungen wie Mindestabstände schlicht nicht umsetzbar sind. Doch dort, an den Außengrenzen, zeigt sich Europa ganz unverhüllt als ein Europa der autoritären Maßnahmen, in dem rechtsstaatliche Garantien und Menschenrechte nichts mehr gelten. Bereits vor der Corona-Krise wurden die Grenzen geschlossen und das Grundrecht auf Asyl suspendiert. Das Virus wurde nun zum Anlass genommen, die Seenotrettung vollends zu unterbinden, wohl wissend, dass allein diese Maßnahme unzähligen Menschen das Leben kosten wird. Wir sind heute hier, um die Auflösung und Evakuierung der Lager in Griechenland zu fordern. In Lagern werden Menschen systematisch entrechtet und ihrer Selbstbestimmung beraubt, zum bloßen Objekt staatlicher Maßnahmen degradiert. Das ganze Prinzip Lager negiert den Menschen in seiner Würde und Individualität. Nicht jedes Lager ist so albtraumhaft und unmenschlich, wie es die von der EU weiterhin tolerierten und unterstützten Lager in Libyen sind. Und nicht jedes Lager ist so systematisch verelendet wie Moria und all die anderen in Griechenland. Doch in allen Lagern, in denen Menschen untergebracht sind, um sie besser verwalten, kontrollieren und gegebenenfalls abschieben zu können, sind sie unmittelbar ausgeliefert. Zum dem Zugriff und der Willkür der Verwaltenden und nunmehr auch einer Pandemie, die tödlich ist, vor allem für die Menschen, die geschwächt sind und keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Wir fordern daher, gemeinsam mit den anderen anwesenden und zahllosen Menschen, die heute nicht mitdemonstrieren dürfen, die sofortige Auflösung und Evakuierung dieser Lager. Hier sein und mitdemonstrieren darf Luise Neubauer von Fridays for Future, die als nächstes sprechen wird. Say it now! Say it clear! Refugees are welcome here! Hallo, mein Name ist Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin von Fridays for Future. Vielen, vielen Dank für die Organisation und für die Einladung heute zu so einer unfassbar wichtigen Angelegenheit. Mit Fridays for Future haben wir 15 Monate lang Massen mobilisiert und nicht nur für Klimagerechtigkeit, aber auch für grenzenlose Solidarität mobilisiert. Und wir sind laut geworden für das Einhalten der Menschenrechte, für den Schutz von Minderheiten, für die Menschen, die in allen Teilen auf der Welt gezwungen sind, ihre Heimaten zu verlieren. Wegen der zunehmenden Ungerechtigkeiten, wegen Kriegen und auch wegen veränderten Umwelten. Wir wissen, wenn wir heute die Möglichkeit hätten, ständen wir schon längst zu Tausenden, zu Zehntausenden auf der Straße und würden laut werden, unüberhörbar werden. Für die Menschen in Moria, für die Menschen in Griechenland, für die Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen heute das Opfer unserer mangelnden Solidarität sind. Und wir würden keinen Tag Ruhe geben, wir würden keinen Tag nachlassen. Wir würden da sein, jeden Tag, und würden die Menschen mit uns bringen im Herzen. Wir würden deren Botschaften laut auf die Straße tragen. Wir würden nicht locker lassen, weil es unmöglich ist, was passiert, weil es unverantwortlich ist, weil es keinem Land, keiner Regierung würdig ist, was wir gerade ertragen und erdulden und vor allem zulassen, sehenden Auges. Wir haben heute gehört, wie die Umstände dort sind. Das ist ja kein Geheimnis, das ist offensichtlich. Und dass wir das hinnehmen, dass wir in dem Falle nicht mal mehr weggucken, sondern dass wir hingucken und trotzdem es zulassen, dass diese Umstände nicht verändert werden, das macht im Zweifel vor allem todtraurig und, wenn man nicht aufpasst, schnell zynisch. Und das ist, was diese Corona-Pandemie auch mit sich bringt. Es ist eine entblößende Krise, die entblößt, wie sehr wir es denn ernst nehmen mit den Krisen auf der Welt, mit den Menschen, die fliehen müssen, mit den Menschen, die in Lagern sind, mit Europa, mit der Solidarität. Und wir stellen fest, dass es die Regierung nicht allzu ernst nimmt, wenn es darauf ankommt. Aber diese Krise entblößt auch eine weitere Sache, und das ist die Frage, wie sehr wir uns damit abfinden lassen. Wie sehr wir uns kleinkriegen lassen, wie sehr wir hinnehmen, was gerade auf Regierungsebene, auf europäischer Ebene alles
in katastrophalen Zuständen zugelassen wird. Diese Krise entblößt im Zweifel auch, wie ernst wir es als Gesellschaft denn halten. Mit den Menschenrechten, mit der Solidarität, mit Europa, mit dem, was uns doch eigentlich so wichtig ist. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir können das. Wir können das beweisen, dass wir in Zeiten der Krise uns einsetzen. Für unsere Grundrechte, für Menschenrechte, für grenzenlose Solidarität. Dass wir einstehen können für an das, was wir glauben, auch wenn es schwierig sind, auch wenn die Umstände komplizierte sind und schwierige, leidende, anstrengende, sorgengetränkte. Auch inmitten einer furchtbaren Pandemie muss es doch möglich sein, dass wir unsere Werte aufrechterhalten und dass wir über alle Ansteckungsgefahren die Solidarität nicht aus dem Fenster werfen lassen, weil es doch eben mal so passiert. Ich glaube, wir kriegen das hin. Aber dafür müssen wir eben aufstehen, laut werden, zusammenkommen, Menschen zusammenbringen, selbst wenn das nicht physisch geht. Stimmen, Vereine, auch wenn sie nicht an einen Ort kommen können, den öffentlichen Raum nutzen, wie wir es eben machen können, im Schutz vor Ansteckungsgefahr. Das kriegen wir hin. Aber dafür müssen wir jetzt zeigen, dass wir bereit dazu sind und verstehen, was gerade unsere Aufgabe ist als Gesellschaft, die nicht hinnehmen möchte, welcher Regierungskurs an dieser Stelle gefahren wird. Dankeschön. Nach mir spricht Shermin Langhoff vom Maxim Gorking Theater. Erlauben Sie mir, ein wenig persönlich zu werden. Die ersten 9 Jahre meiner Kindheit verbrachte ich bei meinen Großeltern in Edremit, ehemals Adramitiani, zwischen Troja und Pergamon, direkt gegenüber von Lesbos. Lesbos, der Insel der Dichterinnen, die wir seit 2015 immer mit angeschwemmten Kinderleichen und seit 2016 mit menschenunwürdigen, überfüllten Lagern verbinden werden. In der Dichtung war es Kassandra, die als Beute der siegreichen Europäer, verschleppt nach Mykene, als Prophetin mit Migrationshintergrund, die europäische Genealogie der Gewalt voraussagte. Eine Genealogie der Gewalt, die sich von der Antike bis in die von Heiner Müller prophezeiten Ruinen der Festung Europa des 21. Jahrhunderts blutig durchbuchstabiert. Unsere Realität mit rechtsfreien Räumen an unseren Außengrenzen, in denen das Grundrecht auf Leben ausgesetzt ist, mit abertausenden Toten im Mittelmeer, mit überfüllten Lagern, in denen die Menschen ihrem Schicksal überlassen sind, übertrifft jede griechische Tragödie, die je für das Theater geschrieben worden ist. Menschlichkeit und Solidarität von der Politik und der Zivilgesellschaft unseres Landes dieser Tage angesichts der Pandemie viel sprechen, dürfen nicht aufhören, an unseren alten und neuen Grenzen vom Gartenzaun bis Griechenland. Die gegenwärtige Situation hat die Prophezeiungen der Dichtung längst eingeholt. Die Götter scheinen für immer verstummt. Ich bin keine Prophetin. Aber ich bin eine Bürgerin und Kulturschaffende Europas, Deutschlands und Berlins und fordere meine politischen Vertreterinnen auf, diese europäische Barbarei umgehend zu beenden, endlich zu handeln und die Lager auf den griechischen Inseln zu evakuieren. Wir müssen diesen Menschen helfen und zwar jetzt. Clear. Refugees are welcome here. Und ich kündige die letzte Rednerin Berenice Bölow vom Republikanischen Anwaltsverein an. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Kundgebung. Wir kommen zum Ende, aber wir hören nicht auf. Denn wir sind wütend und wir sind empört. Und wir werden allen sagen, wir hören nicht auf, bis sich diese Situation in den griechischen Lagern und auf den Inseln und an den Außengrenzen Europas nicht geändert hat. Wir werden nicht aufhören, diese Situation zu benennen und für eine Veränderung zu kämpfen. Wir haben heute
beeindruckende Redebeiträge gehört, die die Situation, die Tragödie, die Katastrophe, die menschlich verursachte Katastrophe in den Lagern Griechenlands von allen Aspekten her benannt und analysiert hat. Ich möchte zum Abschluss nur zwei Anmerkungen machen. In Europa wird europäisches Recht und internationales Recht gebrochen. In Europa werden die Rechte von Schutzsuchenden tagtäglich verletzt und gebrochen. Europa schaut zu. Europa schweigt nicht nur, sondern Europa unterstützt diesen Rechtsbruch tagtäglich. Und die deutsche Regierung ist dabei. Die zweite Bemerkung. Es ist schön, das haben wir heute gehört, wenn Flüchtlingskinder aufgenommen werden, Minderjährige, unbegleitete Minderjährige. Aber wir als Anwältinnen und Anwälte, wir schämen uns, wenn wir unseren Mandantinnen und Mandanten sagen sollen, nein, dein Kind ist nicht dabei, da sind 47 Kinder. Das kann nicht sein. Diese Gesten sind beschämend. Deutschland ist im Rahmen der Familienzusammenführung für Tausende von Menschen in Griechenland zuständig. Wir müssen aber sehen, dass in der Umsetzung dieser Zuständigkeitsregeln das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge systematisch immer wieder trickst, um Zuständigkeiten nicht zu übernehmen, sodass Familien getrennt bleiben. Europa hat sich von der Idee eines gemeinsamen europäischen solidarischen Asylsystems endgültig verabschiedet. Stattdessen müssen wir beobachten, dass es einen Wettlauf in den Schandlichkeiten darüber gibt, wer am besten alle möglichen Flüchtlinge, Schutzsuchenden, wer auch immer kommen muss, abzuwehren. Ich will gar nicht auf den schrecklichen EU-Türkei-Deal eingehen, der ein Rechtsbruch sondergleichen ist. Wir kommen zum Ende. Ich möchte mich im Namen des Republikanischen Anwältinnen und Anwältevereins herzlich bei allen Teilnehmenden und Teilnehmern heute bedanken, die alle in kürzester Zeit alles stehen und liegen gelassen haben, sofort sich bereit erklärt haben, hierher zu kommen, um heute hier das Wort zu erheben. Und das zeigt, die Gesellschaft ist nicht einverstanden mit dem Handeln unserer Regierung. Die Gesellschaft erwartet und fordert Aufnahme jetzt, Lager evakuieren jetzt, Aufnahme der Menschen aus Griechenland. Leave no one behind. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it clear. Refugees are welcome here. Vielen Dank. Ja, also nochmal formal, wir bedanken uns bei allen. Es ist wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. Und die Kundgebung ist hiermit zu Ende.